Günni, moin. Du, ich muss dir dann auch unbedingt was erzählen. Einer hat doch tatsächlich letztens den anderen verprügelt. Harry Potter hat Peter Lustig verprügelt. Das finde ich ja wirklich wieder eine Frechheit, ne? Ja. Dass so ein großer Name so etwas tun würde, hätte ich nicht gedacht. Also das finde ich eine Frechheit. Unglaublich. Unglaublich heutzutage, ey. Meine Fresse, ey. Zwei Erzählweisen, dieselbe Geschichte, dasselbe Geschehnis. Eine von den beiden Geschichten wird in wenigen Sekunden wieder vergessen sein. Die andere landet vermutlich auf der Titelseite der Bild-Zeitung. Vielleicht auch ein bisschen überdramatisiert, so etwas wie Harry Potter hat Peter Lustig beinahe quasi ermordet. Düm, düm. Die meisten Menschen von uns tragen einen Namen. Doch wir Menschen haben nicht nur uns gegenseitig benannt, sondern alle Lebewesen der Erde. Noch weiter, alle weltlichen Dinge tragen einen Namen. Namen sind also im Großen und Ganzen Bezeichnungen. Die meisten der Millionen Lebensformen unseres Planeten interessieren sie jetzt nicht so wirklich, aber auf den Verstand von uns Menschen haben sie eine ziemlich seltsame Wirkung. Ich glaub's ja nicht. Was ist das denn, Günni? Schau dir das mal an. Eine Blume? Ja, eine echte. Eine Blume. Nichts Besonderes. Der genaue Name der Blume ist jetzt ja auch nicht so wichtig. Und ich kann euch versprechen, dass die Blume es garantiert auch nicht interessiert, wie wir Menschen sie nun nennen. Bei uns Menschen spielen Namen irgendwie eine deutlich größere Rolle. Die häufigste Antwort, die wir auf die Frage, wer wir denn sein geben, ist unser Name. Kommt halt die Frage, wer bist du denn? Antwortet ihr mit, hi, ich bin der Matthias. Also ihr heißt jetzt nicht alle Matthias, aber. Bei Bewerbung übertreiben wir es dann komplett und übergeben unserem Chef einen sogenannten Lebenslauf. Hier, das ist der Lauf meines Lebens. Hat zum Glück alles auf eine DIN A4-Seite gepasst. Erinnern wir uns mal ganz kurz zurück an die Blume, die nicht glaubt, sie sei Prinz Robert III., und beziehen sie in unser Bewerbungsgespräch ein. Hallo! Herzlich willkommen zur Online-Bewerbung als Holzfäller. Stellen Sie sich doch erstmal vor, wer sind Sie denn? Ja, also ich bin der Cousin und ich dachte mir, dass ich mir nach meinem Schulabschluss doch gleich mal ein bisschen was für mein Studium dazu verdienen kann, quasi ein bisschen die Wartezeit richtig nutzen kann. Das ist aber schön. Sie sind also der Cousin. Und wer sind Sie ohne Namen? ein Mensch? Ah ja, und ohne den Namen unserer Lebewesengruppe Mensch? Ein Ein Bioorganismus? Bioorganismus also. Tut mir leid, aber da stechen Sie hier auf der Erde leider nicht so aus der Masse heraus. Da ist die Tür. Ich finde es irgendwie total interessant, sich bewusst zu werden, wer wir denn eigentlich ohne Namen sind. Da fehlt doch unsere Identität. Oder kommen wir in Wirklichkeit vielleicht unserer wirklichen Identität einen großen Schritt näher? Wir können das Modell von eben ja sogar noch weiterführen. Denn wer sind wir, wenn wir den Namen Lebewesen auch noch ablegen? Lassen wir unsere menschliche Definition von Leben und Nichtleben einfach weg, tragen wir auf einmal nur noch den Namen Fragment der Erde. Doch lösen wir uns auch von diesem Namen, werden wir dann nicht irgendwann zum Teil des großen Ganzen, des Universums, von Gott? Und als Teil des Wunders ohne Anfang und Ende spielt ein Name wohl kaum mehr eine große Rolle. Dass unser Verstand uns gerne hier und da die ein oder andere Scheinidentität verkaufen will, ist ja nichts Neues. Aber ein Name? Ist schon irgendwie ziemlich merkwürdig, oder? Seltsame Identität. Aber sind denn Namen dann überhaupt notwendig? Für meine Identität? Nein. Für deine? Nein. Aber für unseren Verstand? Für uns Menschen? Komischerweise schon. Donald Trump ist so ein großer Name. Man kennt ihn. Er spielt die Rolle des Präsidenten und hat seinen Namen mit einem für uns machtvoll klingenden Titel ausgebaut. Aber was ich mich frage, ist, ändert es eigentlich irgendetwas daran, an dem, was er eigentlich ursprünglich ist? Scheinbar schon. Scheinbar schon. Ich denke, viele spirituelle Meister oder besonders Zen-Meister legen ihren Namen bewusst ab, um weniger Bindung zu einem verstandsgeschaffenen, limitierenden Ego selbst und einhergehenden Illusionen von Trennung oder Separierung. Es gibt eben mich und die anderen, ich bin der Cousin und das ist der Tim, das alles weniger zu haben. Oder im besten Fall gar nicht mehr. Und was machen die Menschen, die diesen Menschen ohne Namen begegnen? Sie geben ihnen Namen. Ein sehr gutes Beispiel hierfür wäre wohl Meister Vogelgesang. Er selbst meditierte jahrelang auf einem Ast im Wald, einfach nur im Zen, einfach nur im Sein, wie tausend andere Lebensformen dort auch. Aber sowas mache ich nicht mit. Das geht mir wieder viel zu weit.
Elfriede, das geht so nicht. Menschen hören also oder begegnen sogar diesem Menschen ohne Namen, der eigentlich im Wald einfach nur eins mit dem Universum sein will, und geben ihm den Namen Meister Vogelgesang. Da legt der Typ also extra seine Namensidentität ab, um einfach nur als Teil des Universums zu existieren. Und schwuppdiwupp wird ihm auch schon wieder eine neue zugewiesen. Das ist Meister Vogelgesang, der Typ, der auf einem Ast im Wald sitzt. Lustiger Kerl. Versteht mich nicht falsch, Namen an sich sind ja wirklich nichts Schlimmes. Bezeichnungen sind schließlich ein Riesenteil unserer Sprache und es wäre wohl ein bisschen schwierig zu sprechen ohne Bezeichnungen. Aber vielleicht sollten wir probieren, auch immer einen Blick hinter den Kulissen zu haben. Ich glaube, man sollte sich wirklich nicht hinter seinem Namen, hinter diesem Ich bin der Mark verstecken. Du bist nicht der Mark, du bist ein wandelndes Wunder. Also ich finde es super genial zu wissen oder sich dessen bewusst zu werden, dass hinter den Namen von uns Menschen, welchen du auch immer tragen magst, eigentlich ein Tanz der Moleküle, ein wandelndes Wunder steht. Also wirklich etwas, was riesengroßes, was uns alle verbindet, was alles im Universum eigentlich verbindet ist. Die Message dieses Videos ist also, du bist ein wandelndes Wunder, du bist ein wandelndes Wunder, ey. Du bist ein wandelndes Wunder, du bist ein wandelndes Wunder. Ist ein bisschen krank vielleicht. Mit vollem Magen lässt es sich am besten schlafen und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao!